Die nächste Maske wirst du aber nicht so leicht in deinen dreckigen Pfoten bekommen. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Shadows of Rose von Resident Evil 8, das DLC. Hier waren wir meines Wissens nach schon. Aber sie sagt trotzdem, was ist das für ein Geräusch? Das macht mich jetzt ein bisschen skeptisch. Weil wir sind ja in der letzten Folge hier im Badehaus gewesen. Und da haben wir ja soweit auch alles gemacht. Dann musste ich aber zurücklaufen komplett und speichern. Und ich gebe zu, dass ich danach total vergessen habe, wie ich wieder hier hinkomme. Deswegen habe ich jetzt ab hier erstmal wieder alles eingeblendet. Ich hoffe, da kommen jetzt nicht neue Gegner. Weil sonst drehe ich hier durch. Wir konnten ja letztes Mal, glaube ich, hier gar nicht so richtig angucken, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, weil hier so viele kamen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das überhaupt dieses hier gewesen ist. Ja. Ich glaube, so fühlt sich meine Tochter nach 6 Stunden Schule. Also schrecklich. Hier ist mal was zu lesen. Hatte ich das schon gelesen? Willkommen in der Galerie der Verzweiflung. Eine wundersame Ausstellung jener Glücklichen, die mindestens eine Maske zu erobern vermochten. Lass deine Augen über die wenigen Auserwählten schweifen, denn letzte Momente der Verzweiflung für alle Zeit in dieser Galerie festgehalten sind. Bezeuge an dieser Stadt des Lichts, des Lebens aus einer anderen Perspektive. Ja, wahrscheinlich haben wir es schon gelesen, aber jetzt haben wir es nochmal gelesen. Dieses kranke Schwein. Genau, dieses kranke Schwein. Die Tür war zu, die Tür war zu. Und wir wollten zum Badezimmer. Ich hoffe... Wo ist das? Das haben wir gar nicht gesehen beim letzten Mal. Okay. Aber da war jetzt nichts, was ich mitnehmen konnte. Ich habe übrigens jetzt mal umgestellt. Ich schaue hier drüben allerdings nochmal eben nach. Nicht, dass wir hier irgendwas vergessen. Nee, da hinten ist aber nichts mehr. Okay. Ich habe mal umgestellt, dass ich jetzt nur noch einmal drücken muss, damit sie dann läuft. Ich denke, dass das um einiges besser funktioniert, ja, als vorher. Und jetzt... Ach so, jetzt ist es auch blau. Ah, perfekt. Stimmt, das Kunstzimmer müssen wir auch noch machen. Wobei ich bisher noch nirgendwo das letzte Bild gesehen habe. Also ich hoffe, dass wir da jetzt rankommen, wenn wir nach unten gehen. Ja, wie war das nochmal? Das war ducken. Damit war die Kraft. Okay, dann hoffen wir mal das Beste, weil ich habe irgendwie Panik, in solche Keller reinzugehen. Normalerweise kommt da immer irgendwas Schlimmes. Ja, genau. Zeig wieder nicht, wo du hingehst. Sehr schön. Oh, okay. Langsam wächst in mir ans Herz. Okay. Pistolenmunition. Das ist sehr, sehr gut. Allerdings auch irgendwie schlecht, weil das heißt, dass wir wahrscheinlich wieder auf Gegner treffen werden. Also klar, auf Gegner werden wir immer treffen. Ich will die mal kaputt schlagen. Ich bin, glaube ich, immer im anderen Spiel drin. Da kann man auch nichts sehen. Da geht's nach links rum. Habe ich mich jetzt erschrocken? Immer wenn sich was bewegt, erschreckt ich mich hier. Da liegt noch was, oder? Das kann man nicht nehmen. Oder es ist nur ein Grafikfehler. Das kann natürlich auch sein. Ich bin ganz ehrlich, ihr wisst ja, ich habe extra die Musik ausgeschaltet aus lizenzrechtlichen Gründen, weil wir da schon diverse Male Probleme mit hatten. Ich bin ganz ehrlich, Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuckety, fuck, fuck. Oh. Da hinten liegt noch was. Oh, nein, 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 nein. Mit rechts kann ich den betäuben. Oder ich hoffe, ich kann den überhaupt betäuben. Das weiß ich. Oh Gott, der sieht mich gleich. Oder bleibt er auf der Seite? Das wäre natürlich gut. Dann könnte ich vielleicht hinter dem vorbei. Oh, scheiße. 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 Oh ja, ich kann. Nimm das mit. Wo muss ich hin? Lauf, 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 lauf.
Lauf, 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 lauf. Lauf, lass mich da durch, lass mich da durch. Lauf. Oh, fuck. Oh, fuck. Ich weiß gar nicht, wohin. Ich weiß gar nicht, wohin. Großer Raum, großer Raum, großer Raum. Zombies! Oh, fuck, die fuck, fuck. Falsche Taste. Lauf, lauf, lauf. Irgendwo konnte ich Salbei einsammeln. Lauf! Ich komme hier gar nicht rum, oder? Lauf! Geh mir aus dem Weg! Ich kann hier gar nichts machen. Hallo? Oh, oh fuck, oh fuck. Ich kann hier gar nichts machen. Hier ist auch keine Knospe und nichts. Hä? Muss ich den jetzt hier kaputt machen? Ich denke, ich soll den nicht kaputt machen. Das funktioniert nicht, oder? Das funktioniert nicht, nee. Da oben ist eine. Ah, fuck. Und jetzt? Komm ich da durch? Komm ich da durch? Lass mich da durch! Lass mich da durch! Fuck! Oh, kommt der mir nach? Ich hoffe nicht. Pistolenmunition? Das scheint mir hier aber nicht zu folgen. Wo kommen wir denn hier hin? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was haben wir denn hier? Das ist die Maske. Wir wissen ja, ne, was passiert, wenn wir Masken nehmen. Deswegen schnell erstmal den Rest nehmen. Okay. Mir gefällt aber gar nicht, dass der hier... Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Oh fuck. Ich weiß gar nicht mehr wohin. Achso, da hinten hin. Lauf, lauf. Lauf, lauf um die rum. Lauf. Lauf. Ich weiß gar nicht wohin. Scheiße. Nein, lass mich in Ruhe. Nein, lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Scheiße. Jetzt dreh dich um. Lauf. Lass mich vorbei. Welche Richtung? Scheiße, da lag was. Oh, fuck. Ich glaube, ich gehe in die falsche Richtung. Oder? 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 Ich weiß nicht, was da gelegen hat. Scheiße, ich würde das gerne noch holen. Ich hoffe, das war jetzt nichts Wichtiges. Oh, fuck. Die sind aber nicht weg, ne? Nee, nee, die kommen wieder. Okay, scheiße. Ich weiß auch nicht genau, wo es gelegen hat, ehrlich gesagt. Ich würde es gerne noch mit einsammeln. Ich hoffe, das war jetzt nichts Wichtiges, weil ich war hier gerade so in Panik. Hier waren so viele um mich rum und ich habe ja gar nicht so viele Schuss. Ich hoffe, das ist jetzt... Ja, ist die richtige? Okay. Oh, fuck die fuck, fuck. Oh Gott. Also solche Szenen sind echt nichts für mich. Für mich ist das absolut okay, wenn von vorne 5 Zombies oder sowas in Gruppen kommen und ich die alle nach und nach abknallen muss oder sowas. Oder ein Bossgegner, den ich umlaufen muss oder sowas in der Art. Oh, aber sowas, wo sie von allen Seiten kommen, ich hasse euch. Achso, wir sind im Badehaus, genau. Was habe ich jetzt überhaupt eingesammelt? Ich weiß es nicht genau. Ach so. Ich habe übrigens, glaube ich, auch jetzt gerade herausgefunden, achso, da ist der weiße Salbei. Wenn mich nicht alles täuscht, ich nehme den mal. Ja, dann ist das richtig, genau. Ich habe nämlich jetzt endlich mal diese Abwehr benutzt, mit, in meinem Fall jetzt R2. Ich glaube, standardmäßig war es auf L2. Mit dem weißen Salbei kann man offensichtlich 2 wieder auffüllen. Das heißt, wir können 2-mal abwehren, ohne dass uns was passiert. Das ist sehr, sehr gut. Achso, ich weiß aber immer noch nicht, was ich jetzt hier eigentlich... Achso, die Maske hatte ich geholt, genau. Oh Gott, das heißt mit anderen Worten, wenn ich jetzt zurücklaufe, wird es bestimmt irgendwo
wenn nicht sogar den ganzen Weg über, werden viele Zombies kommen. Wie viel Schuss habe ich noch? 16 und 6. Wie viel habe ich noch? Ich habe nur eine einzige flüssige Chemikalie. Also, eine einzige flüssige Chemikalie. Das ist schlecht. Und ich habe kein Kraut mehr, um mich zu heilen. Ich habe eine Rohrbombe. Aber war die vielleicht gegen den Großen gedacht? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Oh, scheiße. Ich habe so ein... Wir müssen rechts rum, glaube ich, ne? Jetzt bitte keine neuen Zombies. Moment, jetzt hier ist jetzt... Hä? Hier ist jetzt alles umgeworfen. Hier komme ich nicht mehr rum. Hi. Die Maske? Ja, die habe ich. Ich hab sie, wenn auch knapp. Dieser hässliche Typ ist aufgetaucht. Nicht kämpfen, weglaufen. Gegen den habe ich keine Chance. Nimm das. Ich nehme jede Hilfe, die ich krieg. Ja, auf jeden Fall. Wobei ein grünes Kraut wäre mir ehrlich gesagt lieber. ein Speicherraum. Sehr schön. Gucken aber vorher nochmal. Ist hier ein grünes Kraut drin gewesen? Nee, es hat nur so geleuchtet. Schade. Aber eine Erste-Hilfe-Arznei. Das ist sehr gut. Ansonsten kann ich jetzt hier, soweit ich sehe, nichts mehr einsammeln. Nee, ist jetzt auch grün. Okay. Das. Nee, Moment. Damit bewege ich das. Setzen wir mal nach unten. Und das nach oben. Ich hoffe, das geht mir dann nicht schon wieder rein. Nein. Ich weiß, falsche Taste. Das ist doch Büschelweißer Salbei. Stellt viel Kraft wieder her. Ach, da gibt es dann auch noch Unterschiede, oder was? Dann habe ich wahrscheinlich eben Büschel genommen. Und das ist ein Zweig. Ah, okay. Gut, dann würde ich sagen, speichere ich mal kurz und dann gehen wir mal hier weiter, weil es lief nicht schlecht, muss ich sagen. Obwohl ich gerade totale Panik hatte, aber ich hatte eben Panik. So, jetzt haben wir hier, Moment, durch die Tür sind wir reingekommen, oder? Zwei Türen. Tja. Da komme ich raus. Oh, ich hoffe, dass mich jetzt hier nicht diese Fliegeviecher angreifen. Ein Kraut, ein Kraut, ein grünes, sehr schön. Oh, flüssige Chemikalie, sehr, sehr geil. Das heißt, ich kann jetzt auf jeden Fall schon mal... ach so. Ach, ich habe 4 im Besitz. Der zeigt oben aber nur 1 an. Ah, okay. Okay, machen wir auf jeden Fall einmal nochmal Schießpulver. Das ist gut. Dann haben wir 22 noch im Petto. Das ist natürlich auch nicht so viel. Aber gut, es ist besser als nichts. Ich bin jetzt etwas schneller reingekommen, als ich gedacht hatte. Was? Flintenmunition, Schießpulver und rostige Reste. Flinte habe ich im Speisezimmer gesehen. Ja, ja, ich weiß. Rohrbombe. Ach, die kann man auch herstellen. Schießpulver und rostige Reste und Kraut. Oh Gott. Das sollte mir bei der Flucht helfen. Okay. Okay, ich wollte jetzt mal eben... Irgendwas wollte ich hier gerade gucken. Einäugiger Schlüssel ist klar. Habe ich nicht gerade... Doch, ich habe doch... Genau, ich habe doch Teile hier eingesammelt. Genau, das war das. Bewegen. Aber... Das war anscheinend nichts für die Pistole. Schnellzugriff. Zum Schnellzugriff hinzufügen. Okay. Hat der jetzt irgendwas gemacht? Ah! Aber er hat sie zur falschen Seite hinzugefügt. Er hat sie nicht da hinzugefügt, wo ich sie jetzt hinzugefügt hätte. Okay. Aber gut, immerhin. Schießpulver. Ich hoffe, das war jetzt gerade die Tür hier. So, wo sind wir denn jetzt hier überhaupt? Wir sind... Ach so, von der anderen Seite.
Ah, okay. Dann haben wir das auch schon mal entriegelt. Hier müssen wir eigentlich nichts mehr machen, ne? Dann kommen wir jetzt wieder übers Badehaus zurück und laufen im Kreis. Das ist natürlich toll. Wobei, ja gut, ich weiß nicht, ob die rote Tür, ob wir die jetzt öffnen können eventuell, weil da hinten kommen wir doch nicht rum, oder? Nee. Da kommen wir jetzt nicht mehr rum. Ach so, aber da in dem Gästezimmer war ja noch eine andere Tür, genau. Damit kommen wir dann wahrscheinlich rum. Okay. Will ich wissen, von wem diese Badewanne ist? Eine Schlange ist das fehlende Teil. Sehr geil. Dann können wir auch zum Kunstzimmer hochgehen. So, jetzt muss ich nur mal überlegen. Wir müssen dadurch die verschlossene Tür raus, dann die Treppen runter und dann, glaube ich, kommen wir ja durch den Außenbereich dann zurück, ne? Wenn mich nicht alles täuscht. Oh, ich hasse sowas. Hallo? Schließ du mal auf. Ich hoffe, das war jetzt nur das Zeug, was da war. Ich gehe jetzt mal extra nicht so schnell, weil bei solchen Sachen, wenn man irgendwas Wichtiges gefunden hat, kommen ja meistens wieder neue Gegner. Deswegen... Ich mich jetzt ist ganz schön hartnäckig, was? Aber ganz so einfach mache ich es dir nicht. Genau, da kommen wir jetzt in den Innenhof. Wenn er schon sagt, so einfach macht er es uns nicht, dann werden wir wahrscheinlich gleich eine Rennpartie machen müssen. Hauptteil ist ein Speicherort, da kommt er nicht hin. Beziehungsweise Speisezimmer weiß ich nicht, ob er da hin, also ob da Gegner hinkommen. Also wir müssten quasi geradeaus und links, um zurückzukommen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, lauf, lauf! Das ist doch kein Laufen, was du da machst. Nein! Nur weil die scheiß Kuh nicht läuft. Jetzt beweg dich doch mal, Mann. Die Frage ist, kommen die auch hier rein? Schnell reinmachen. Nein, nicht das. Moment, brauchen wir nicht einen dreieugigen? Ach, da brauchen wir einen dreieugigen Schlüssel. Ja, ja, ja. Ja, ist gut. Lass mich hier raus. Aber die scheinen hier nicht reinzukommen, oder? Oh, ich hab's doch gesagt. Ich hab doch gesagt, da passiert immer irgendetwas, sobald man mit einer Maske wieder zurückkommt. Es tut mir leid, aber ich muss noch mal kurz speichern. Ja, es tut mir wirklich leid, aber meine Nerven halten das sonst nicht aus. So, Moment. Wir haben mal das. Unten ist die 3, da oben ist die 2, ne? Genau. Dann machen wir da erstmal die Silbermaske rein. Ob das jetzt so gut ist, weiß ich nicht. Okay, aber dann haben wir die schon mal los zumindest. So, und wir müssen jetzt... Oh, shit. Wir sind, glaube ich, falsch, oder? Ach nee, ich muss hier nur hoch zum Kunstzimmer. Ah, okay. Schüsse habe ich nicht abgegeben. Aber das mit den Laufen, ich meine ganz ehrlich, also das ist doch kein Laufen, was sie macht. Sobald einer hinter ihr her ist, läuft sie auch nicht mehr wirklich. Was wird das gerade? Kunstzimmer ist gerade aus gewesen. Ich hoffe, da kommt jetzt kein Gegner rein. So. Perfekt. Will er mich mit diesen Rätseln schikanieren? Yes, dreieugiger Schlüssel.
Das dreieugige Emblem ist Zeugnis von Herrlichkeit. Die goldene Maske, was auch immer. Kann man da noch was machen? Achso, möge dir vergönnt sein. Okay, okay, okay. Ja, ist okay. Ganz raus. Gut, perfekt. Ich hoffe trotzdem, dass jetzt hier keiner reinkommt. Ich schaue hier nochmal, aber ich denke mal, nee, da ist auch nichts drin. Gut, das heißt, wir müssten dann quasi wieder die Haupthalle zurück nach unten zum Speisezimmer, genau. Ich habe trotzdem etwas Panik, dass irgendwas hinter mir steht gleich. Oh. Das ist doch kein Laufen jetzt mal ohne Scheiß. Ja. Yes, Baby. Das gefällt mir schon besser. Mir auch. Die macht einiges mehr Wumms. So, jetzt müssen wir. So, ich bin auf dem Falschen. Die stelle ich mal nach hier unten. So, hat aber auch nur 3 Schuss. Das ist natürlich nicht viel und nicht gut. Achso, die ist dann auf der rechten. Okay. Wieso soll ich die registrieren, wenn die eh hier drin ist? Aber egal. Gut, perfekt. Das heißt... Achso, das heißt, wir haben den dreieugigen Schlüssel. Das heißt, wir können da oben nochmal hin. Ja, normalerweise würde ich sagen, das machen wir auch. Ich weiß nur nicht, was dann auf mich zukommt. Da ich keinen Bock habe, das nochmal zu machen und direkt nebenan die Speichermaschine ist, speichere ich hier nochmal ganz schnell ab und dann schauen wir mal, was auf der anderen Seite ist. So, dann sind wir ja einigermaßen gut gerüstet, mehr oder weniger. Allerdings müssen wir dann wieder an denen vorbei hier. Jetzt muss ich doch mal schauen, von hier aus muss ich durch die Mitte laufen und dann links. Wenn jetzt wieder so saudämlich läuft, beziehungsweise nicht läuft, kriege ich die Krise. Bin ich ganz ehrlich. Okay, wir versuchen es einfach mal. Nein. Lauf, 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 lauf. Okay, das ging schon mal einigermaßen gut. Ist das jetzt offen? Achso. Oh, fuck, was ist das denn? Da scheint man hochklettern zu müssen. Oh, da ist so viel Zeugs hier. Und da oben ist schon mal was. Pistolenmunition. Ich hatte zwar gehofft, dass wir jetzt mal Schrot bekommen, aber naja. Da hinten ist noch eine, da kommen wir aber wahrscheinlich erst hin. Tja, wenn wir was gemacht haben. Mal gucken. Moment, hier ist noch eine Blume. Können wir hier hoch? Oh, nicht reinspringen. Nur hochgehen, bitte. Hm, kommen wir aber von der Seite nicht ran, so wie es aussieht. Okay. Da kommt man noch rein. Salbei. Chemikalie, sehr geil. Hier oben was? Oder jemand? Oder eigentlich ist es ja ein Etwas. Es ist ja keine Person, die dann auftauchen könnte und mich töten könnte. Naja, theoretisch schon, aber bei denen ja eher nicht. Da geht's noch rein. Okay, das ist mir ehrlich gesagt hier zu ruhig gerade und ich krieg zu viel Munition. Schießpulver. Haben wir eigentlich... doch, hier unten, ne? Flintenmunition. Ach, dafür brauchen wir rostige Reste. Ah, Schießpulver hätten wir aber zweimal. Also würde ich jetzt sogar sagen, dass wir einmal Flintenmunition herstellen.
Und wir haben noch 30 von der Pistole. Die können wir erstmal lassen. Die Frage ist, die Flinte ist wahrscheinlich komplett aufgeladen, oder? Oh ne, ich kann 5 reinmachen, okay. Gut. Was ist hier mit? Das wird mir gar nicht angezeigt. Ach, da kommen wir zur Bibliothek zurück. Ah, achso, ist ja auch ein Vorhang hier. Dann ist klar, dass mir das nicht angezeigt wird. Okay, das haben wir schon mal entriegelt. Dann sieht das hier nach einem längeren Rätsel aus. Und ich bereue es jetzt gerade auch ein bisschen, dass ich vorher nicht einen kleinen Cut gemacht habe. Also, ich nehme an, dass ich die Dinger hier runterlassen muss. Die Frage ist jetzt nur, von wo? Weil ich nur die eine Blüte unten sehe. Da hinten ist noch eine, aber da kommen wir nicht hin. Aber sehe ich jetzt hier etwas, oder? Hier ist doch auch keine. Moment, da ist wieder eine Blüte, aber da müsste ich auch von der anderen Seite aus hin. Dazu müsste ich aber erstmal links das wegkriegen. Hm. Gehen wir nochmal nach unten. Ich befürchte ja, wie das dann meistens so ist bei Resident Evil. Ich probiere das mal, aber ich denke, das ist zu weit weg. Dass wenn ich das dann alles geschafft habe, irgendwie entweder der Große nochmal kommt oder eine Horde an Zombies. Bei meinem Glück. Ist das die letzte Maske? Oh, hab ich mich jetzt erschrocken. Ah, da! Ah! Okay, eins haben wir schon mal. Oh. Oh, fuck! Wie war das mit der Horde an Zombies? Schieß doch mal nach oben! Nö, Kuh! Oh, ist die doof, oder was? Ja, komm, komm. Ja, nicht alle zusammen. Durch. Waren das alle? Oder war da noch einer? Die sind so komisch hier in die Ecke gegangen, aber ich glaube, da ist keiner mehr, ne? Passiert das jetzt jedes Mal, wenn ich hier was runterfallen lasse? Oh Gott. Komm ich da jetzt ran? Ja, warum nicht? Ich weiß allerdings nicht, ob das so gut ist, wenn ich hier stehen bleibe. Okay, scheinbar passiert hier. Ach so, Moment. Kann ich jetzt oben rein? Also beziehungsweise durch, da wo das eben blockiert war. Das sieht mir so danach aus. Nicht, dass hier oben jetzt gleich was kommt. Ich bin hier gerade auf alles eingestellt. Ja, genau. Hier kann ich jetzt durch. Sehr gut. Hier ist auch nichts mehr. Oh, oh, fuck. Ich war zwar irgendwie darauf eingestellt, dass was kommen könnte, aber ich habe gedacht, ach nö, ist ja jetzt alles frei. Läufst du gleich mal durch. Oh, dann war ich doch nicht mehr so ganz darauf eingestellt. Hier Platz ist dann nicht. Ich hoffe, da ist jetzt nicht noch einer. Sieht aber nicht danach aus. Oh, rostige Reste. Sehr gut, sehr gut. Wahrscheinlich, weil man hier eigentlich die Schrot benutzen sollte. Aber ehrlich gesagt, möchte ich die noch aufsparen. Oh, Flintenmunition haben wir bekommen. Das ist gut. Das ist sehr gut. Die haben wir aufgeladen. So, das heißt jetzt aber noch lange nicht. Ach, hier. Okay. Das letzte jetzt, oder? Die Frage ist,
Das sind ja richtige Drecksarschlöcher, Entschuldigung. Aber es ist so. Wenn ich die jetzt hole, entweder kommt hier doch direkt wieder irgendwas, irgendeine Scheiße, irgendwie viele Zombies oder irgendein großer oder so. Oder sobald ich rausgehe, ne? Nehme ich mal stark an. Oder vorher schon? Vorher sieht es nicht so danach aus. Die Frage ist jetzt, Moment, ich muss nicht unbedingt hier unten rum. Ich könnte theoretisch oben durch die Bibliothek. Die Frage ist allerdings, lauern in der Bibliothek neue Gegner? Wenn ich clever bin, also wenn das wirklich clever wäre, sagen wir es mal so. Obwohl, naja, da ist natürlich relativ kurz, ne? Da ist nicht so viel. Da muss man nicht so viel reinlaufen. Speisezimmer sollten sie normalerweise nicht reingehen. Sie könnten durch den Innenhof kommen, vielleicht noch da vorne durch den Teil. Aber hier ist noch. Achso, ja klar, hier ist noch rot wegen der Maske. Oh Gott, 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 oh Gott. Oh oh. Okay. Was jetzt? Oh fuck. Bleib ruhig, ja toll. Nur noch 2 Minuten, keine Zeit zu verschwenden. Ja! Das war der? Okay, gute Arbeit. Und jetzt? Das war gute Wand? Knapp. Oh. Ja, natürlich kann ich dich nicht einfrieren. Warum auch? Moment, Moment. Darf ich mal vorher kurz ein Kraut nehmen? Weil ich habe hier nämlich gar nichts mehr drin. Das ist mir gerade aufgefallen. Okay. Ja, auch noch was? Wo denn, wo denn, wo denn? Schnell, was, wohin? Folge meinen Worten. Hier. Hier, also da. Oder die ganz große. Moment. Bitte sei der Letzte. Oh, echt jetzt? Ein Glück, das war's. Ah! Ich will Speicherraum. Ich wusste, ich hätte einen Cut machen sollen, bevor ich die Maske geholt habe. Oh Gott. Komme ich überhaupt durch? Es sieht aus, als ob ich mich daran verletze. Ah. Hallo? Mach bloß nicht deine Taschenlampe an. Ich weiß gar nicht, wofür du die überhaupt hast. Wenn ich da jetzt rüberlaufe und sterbe, ne? Nö, sie geht einfach so drüber, okay? Okay. Kellergewölbe. Oh Gott, das heißt nichts Gutes, oder?
Das heißt nichts Gutes. Aufgeladen bin ich. Rechts Schrot, links Pistole. Ich habe gerade irgendwie tierische... Ich muss mal ganz kurz ins Pausemenü, weil ich habe irgendwie eine Wimper oder sowas im Auge. Oh, das geht gar nicht. Ah. Mann! So, jetzt kann ich auch wieder einigermaßen sehen, hoffe ich. Okay, da hinten ist so ein Ding. Ein Speicherraum! Du hast es geschafft. Ja, kann ich mit dir reden hier drin? Ohne dich hätte ich das nie geschafft. Du selbst. Ich wollte eigentlich ein Pony, aber besser als nichts. Naja, ein Pony hätte hier unten vielleicht nicht viel Sinn gemacht. Ja, dann danke, danke, danke. Ich würde sagen, ich speichere dann erstmal ganz schnell hier ab. Werde dann damit auch erstmal diese Folge beenden. Und ja, bin schon ein bisschen besorgt, was in der nächsten Folge auf uns wartet. Bis dann. Ciao.